In dieser Lektion fokussieren wir uns auf den sauberen Manual Impuls, sprich das Anlupfen des Vorderrads mit Hilfe des Manual Impuls. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass ihr mehrere Varianten kennt, aber beim Üben euch erstmal auf eine Variante fokussiert, damit ihr darauf geprägt seid. Um nochmal an eine andere Lektion anzuknüpfen, ihr erinnert euch, macht euch zentral klein auf dem Bike, schubst den Lenker nach vorne, bis die Arme gestreckt sind. Dadurch kommt euer Körperschwerpunkt nach hinten. Denkt an die hängende Ferse und achtet darauf, dass ihr, bevor ihr das Manöver startet, aus einer entspannten, aufrechten Position startet und euch vorher explosiv nach unten werft. Dann könnt ihr den Manual Impuls mit der L-Form durchführen. Ihr könnt diese Bewegung nochmal in Zeitlupe ausführen, um sie zu spüren. Dann packt ihr Dynamik dazu. Jetzt legt ihr euch ein kleines Stöckchen hin oder ein Springseil und fangt an, den Impuls in einem bestimmten Timing durchzuführen. Wichtig ist dabei, es gibt den Spruch, der Esel springt nur so hoch er muss. Bitte erstmal bei mittlerer Höhe beginnen. Wenn ihr sofort einen ganz starken Manual Impuls setzt, kann es auch passieren, dass euer Vorderrad zu hoch kommt. Deshalb die nächste Übungsreihe ganz, ganz wichtig, wenn ihr das Vorderrad anlupft mit dem Manual Impuls, um nach und nach zum Manual zu kommen. Ihr müsst eine Übung machen, Manual Impuls zur Bremse. Das heißt, bevor das Vorderrad den höchsten Punkt erreicht hat, zieht ihr die hintere Bremse. Dadurch fällt euer Vorderrad abrupt runter. Diese Übung ist sehr, sehr wichtig, gerade für Leute, die nicht schon viel Wheelie vorher geübt haben, dass der automatische Bremsfinger kommt, wenn man nach hinten zu kippen droht. Ein paar wichtige Hinweise, auf die ihr euch selber kontrollieren könnt, wenn ihr das Vorderrad anlupft. Achtet darauf, wenn ihr den Lenker nach vorne schubst, dass sich die Arme für einen Moment völlig strecken. Viele versuchen, den Lenker dann doch zu sich zu ziehen, sodass sich Gesicht und Lenker nähern und das Vorderrad wieder runterfällt. Dafür könnt ihr laut ein subvokales Kommando geben, Arme strecken, strecken zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Achtet dabei darauf zu atmen, viele kneifen den Mund zu, lächelt, dann klappt der Manual Impuls am besten. Wahrscheinlich habt ihr, bevor ihr diese Lektion begonnen habt, schon mal im Alltag das Vorderrad angelupft. Deswegen ist es nun wichtig, dass ihr verschiedene Technikvarianten ausprobieren könnt. Wir bleiben heute erstmal dabei, dass ihr euch klein macht, den Lenker schubst und dann klein bleibt. Das heißt, euer Po ist über dem Hinterrad, die Beine sind leicht gebeugt. Viele haben sich angewohnt, die Beine sofort mitzustrecken. Das ist eine Variante, die auch geht, doch für dieses Manöver und andere möchten wir erstmal klein bleiben. Als letzte Übung in dieser Lektion könnt ihr hingehen, eine runde Bordsteinkante oder irgendetwas wie eine dicke Wurzel zur Verstärkung des Anlupfens nutzen. Und zwar rollt ihr darauf zu, macht euch klein, dann schubst ihr den Lenker nach vorne, dass das Vorderrad gegen die runde Bordsteinkante oder die Wurzel prallt und dadurch noch stärker nach oben geht. Diesen Effekt könnt ihr nachher auch im Trail gut nutzen. Wie bei allen Themen, die wir jetzt üben, habt Geduld. Ihr könnt euch mal mit dem Handy filmen, um das abzuprüfen. Wiederholen, wiederholen. Wir gehen jetzt weiter zur nächsten Lektion.